So, willkommen zurück. Ich habe mal meinen Tarp aufgespannt, ja. Gibt es ja Millionen Variationen und ich mache auch immer eine andere. Aber da es im Moment noch heiß ist, habe ich gedacht, ich mache es mal ein bisschen luftiger. Und das ist jetzt die Frage, ob man jetzt den Lageraufbau mal so filmen soll. Da müsst ihr mir einfach mal ein Feedback geben, ob ich da mal was zeigen soll. Ja. Also, ich nehme mal gerade die Kamera mit. Also, was ich immer unheimlich wichtig finde, ist, dass man immer zuerst eine wasserfeste Unterlage hinlegt und dann seinen ganzen Müll oder Krempel mal da drauf räumt, den Rucksack mal aufhängt, damit nicht gleich Millionen Ameisen oder Schnecken oder Käfer drin rumkrabbeln. Na, da habe ich die Feuerstelle schon gerichtet mit meinem Bushcraft Ranker, klar. Hängt den hier an so einem Stock in einer Astgabel und ist ein wenig mit Paracord fixiert. Natürlich ganz praktisch, dass jetzt der Baum gerade da gestanden hat. Hätte ja auch noch ein Dreibein sein können oder einfach nur ein Stecken. Oder man kann ja auch meinen Bushcraft-Tranker auch mittels Füßen andersrum drehen. Rumlaufen hier. Also ich habe immer 4 Heringe dabei. Nur 4 wegen dem Gewicht. Und das langt mir eigentlich auch immer für einen vernünftigen Abspann. Mache ich dann hier so einen Rusikknoten, nennt sich das. Hier unten drunter ist dann eine Mittelleine gespannt. Ganz einfacher Schlaufe mit dem Holz durch. Kann man dann schnell wieder abmachen. Das ist der Pusiknoten. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, der hält das jetzt schön auf Spannung. So. Jetzt stelle ich die Kamera nochmal auf und dann werde ich mal gerade noch kurz meine Schlafgemache zeigen. Und dann dann köcheln wir uns noch was, haben ein paar Kräuter mitgeholt, weil wir ja nur Fleisch dabei haben. Und ein paar wilde Birnen habe ich noch gefunden. Dann werden wir gleich mal noch was schwenken. Wir sind ja Saarländer. Und ich lasse das jetzt einfach mal auf dem Stativ stehen. Wen interessiert, den kann ja ein bisschen zugucken. Wen nicht, der soll abschalten. Ja. Also hinten dran, das ist ein bisschen Holzgewirr da, das ist nur so ein bisschen so für die Psyche abgeschirmt ein bisschen. Da kann man natürlich alles noch verfeiern, aber für eine Nacht habe ich mir gedacht, geht das mal. Ne? Also ich habe ja die Hängematte mitgenommen. Aber die Hängematte werde ich heute wohl, glaube ich, nicht benutzen, weil der Untergrund hier ist eigentlich recht sauber, sag ich mal. Also nicht so viel Laub, nicht so viel Zecken, denke ich mir. Also kommt zuerst die BW-Faltmatte, die ja in dem Rucksack immer hinten drin ist. Der Rucksack ist übrigens kostengünstig. Ne? Ich habe bezahlt 25 Euro, das ist in einem einwandfreien Zustand, das Teil gebraucht, ne? Wohl gesagt. Wie gesagt, BW-Faltmatte.
habe ich eine Thermarest. Selbst aufblasende. Und hier noch ein Schmuckstück. Also die Hülle ist selbst gemacht, die habe ich selbst genäht aus einem alten Poncho. Wasserdicht. Kann man dann auch außen am Rucksack tragen, das ist ganz praktisch. Und das ist ein System von der US Army. Was drin steht? Hier. Gore-Tex. Also das ist so ein 3-Lagen-Schlafsack. Außen ist ein Biwaksack. Black Tarn. Und innen drin ist dann ein dünner Schlafsack und gibt dann noch für den Winter noch so ein Inlay, ein Winterschlafsack. Und das ist wirklich, also das ist absolut top Teil. Und das Schärfste ist, ich habe es auf dem Flohmarkt gekriegt für 20 Euro. Und wenn man das Ding neu kauft, dann kostet es glaube ich 300 oder so. Ne? Also ich bin ganz glücklich mit meinem Fang. Und naja, auch immer vorher ein bisschen ausbreiten, damit er sich ein bisschen aufblustern kann. Und was ich noch immer dabei habe, weil ich habe, der Schlafsack hat kein Moskitonetz. Deswegen habe ich irgendwann noch so ein kleines extra Moskitonetz dabei. Und das macht im Sommer wirklich Sinn, sonst wacht man am nächsten Morgen auf und sieht nicht mehr so gut aus. Ne? Also, wie gesagt, das hänge ich gleich auch noch auf. Aber brauchen wir jetzt nicht, das stört jetzt nur. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Kamera etwas runter. Und ja, machen wir ein Feuer. Damit, weil jetzt schon bald 3 Uhr. Ich bin seit heute Morgen um 6 Uhr auf dem Bein, habe noch nichts gegessen. Ja, dann machen wir ein Feuer, grillen was und ja, labern noch ein bisschen über irgendwas, was mir so einfällt. Ne? Okay. Ich mache noch mal kurz aus, stell die Kamera um. Nee, warum eigentlich? Nee, ich kann das ja. Nee, nee. Ah doch, ich mache es kurz aus, ich muss ein bisschen Platz machen. Ne? Und dann grillen wir was. Ne? So, bis gleich. Muss mir echt mal einen Kameramann zulegen. Gell? Hatte ich schon mal gesagt. Ne? So, da haben wir ja eben unseren Zunder gesammelt haben. Mal gucken, ob wir jetzt damit ein Feuer entfachen können. Distel gesammelt. Da habe ich auch noch einen Kiefernzapfen.
Und mehr haben wir nicht. Das heißt, das muss funktionieren. Das ist übrigens, ja, das ist das Problem dabei, ne? Also für den ersten Funken ist das natürlich optimopti. Aber sobald dann, das geht so schlagartig weg. Man muss also schon was haben, was man dann drauflegt direkt. Gut, ich hatte jetzt nur ein bisschen Rinde, aber ging. Ne? Bis jetzt. Bis jetzt. Ja, das ist eh die Frage. Jetzt haben wir August. Na, jetzt gibt es nicht mehr so viel blühende Sachen. Ich habe dann heute mal so die kleine Tour gemacht. Jetzt die Frage, ob ich davon, ob das jemand interessiert. Mal so ein bisschen Lageraufbau oder ja, Equipment. Weil dann würden wir das mal ein bisschen öfters noch machen. Und im Winter wird es ja erst richtig interessant oder im Herbst. Ne? Da kann er die Ausrüstung mal zeigen, was er kann. Ne? Jetzt im Sommer ist das ja alles. Ne? Kann ja jeder. Ne? Aber wenn es richtig kalt und regnerisch wird und dann sieht die Sache nochmal anders aus, ne? Ich habe nur 1 Liter Wasser mitgeholt. Von heute Morgen bis
Ja. Weiß nicht, ob wir noch eine Nacht dranhängen. Keine Ahnung. Aber wenn, dann wird es kritisch. Und Wasser wird immer erst kostbar, wenn man keins mehr hat, ne? Muss ich feststellen. Wir machen jetzt einen Tee aus den Blüten von dem Solidago canadensis, also dem, wie heißt der denn auf Deutsch? Kanadische Goldrute, ne? Jetzt wird's heiß. Majoran dazu. Goldrute. Heute gibt's Lammsteaks. Ah! Und die muss ich heute, muss ich die sowieso machen, weil ich ja nichts zum Kühlen habe. Und was wir morgen futtern, da müssen wir dann mal gucken. Wie gesagt, die wilden Holzbirnen habe ich noch gefunden. Auch noch machen. So, die können ruhig mal ein bisschen Kasala kriegen, die Steaks hier. Tut denen gar nichts. Wollte noch was zeigen, und zwar haben wir jetzt wirklich, ne, weil das alles ja fast immer alles gleichzeitig blüht. Oder vieles zur gleichen Zeit. Und ich habe jetzt noch die letzten Überreste gefunden. Hier so eine Nachblüte. Ne? Ackerwachtelweizen. Eine einjährige Pflanze. Hier sieht man es nochmal. Vielleicht besser. Also die, wie gesagt, das ist jetzt hier so eine Nachblüte. Die sind eigentlich schon abgeblüht. Aber trotzdem mal
Man kann sich vorstellen, wie die Blütenfarbe ist jetzt, ne? Nicht zu viel. Und also wenn die jetzt so richtig am Blühen ist, dann ist also der Blütenstand schon so lang, so 10, 15 cm. Und dann halt entsprechend mit diesen gefärbten Blüten. Und bei dem Wachtelweizen ist es so, das ist eine einjährige Samenpflanze. Also die blüht, samt sich aus, stirbt ab, also samt sich dann aus und treibt dann im nächsten Jahr wieder aus. Und das Interessante ist eigentlich, dass die Pflanze ein Halbschmarotzer ist. Und Ackerwachtelweizen heißt jetzt, also auf Getreideäckern halt immer als Begleitunkraut vorkam. Früher war die dann ab und zu auch im Mehl drin, hat die gefärbt. Und heute durch die moderne Landwirtschaft ist das weitgehend verschwunden. Ne? Und das ist, wie gesagt, das ist ein Halbschmarotzer, also der parasitiert, kann man das sagen, parasitiert? Andere Gräser, also in dem Fall Weizen oder auch Quecke. Ne? Und die Wurzeln greifen dann in die Queckenwurzeln oder in die Weizenwurzeln ein und entziehen denen die Nährstoffe. Ne? Also ein Halbschmarotzer. Ja. So, also einjährige Samenpflanze, also Therophyt nennt man das. Und warum habe ich das jetzt noch gesammelt? Man sieht ja schon gar nichts mehr so richtig, aber was ganz interessant ist, das sind die Samen auch, ne? Jetzt mal hier so ein paar raus. So. Zeig das mal hier näher. Und die werden hauptsächlich von Ameisen verschleppt. Dann wieder unterirdisch und dann treiben sie dann wieder aus. Und die Ameisen, die fressen, die interessiert eigentlich nur dieser obere Teil hier. Ne? Und das fressen sie und angeblich nutzen sie den Rest auch unterirdisch zu einer Pilzkultur. Allerdings, das habe ich jetzt noch nicht genau erörtert, ob das wirklich stimmt. Und die Samen, die enthalten halt auch einen Giftstoff, also sind leicht giftig, ein sogenanntes Aukubin nennt sich das. Und Aukubin ist entzündungshemmend einerseits, also wenn es in reiner Form ist es halt toxisch, aber so verhindert es Schimmelbildung. Und Aukubin ist zum Beispiel auch in dem... Der heißt der Spitzwegerich, Plantago. Und da kennt man ja, dass, dass man Spitzwegerich Blätter zerdrückt oder ein bisschen zerkaut und dann auf Insektenstiche, Wunden oder ähnliches drauf machen kann und das eine heilende Wirkung hat, beziehungsweise eine entzündungshemmende Wirkung. Und diese Wirkung, die kommt von dem Aukubin. Also das Aukubin in dem Spitzwegerich ist genauso im Ackerwachtelweizen enthalten, so um die 2-3%. Und die könnte man jetzt auch Samanchen zerstoßen und könnte sie dann auch auf einen Insektenstich auflegen und hätte dann den gleichen Effekt. Ne? Da braucht man sich ja keine Sorgen zu machen. Wie gesagt, die 2-3% oder das macht überhaupt nichts. Ne? Das ist ja, es ist ja gerade das, was wirkt. Ne? So, ich muss mal meine Steaks drehen. Noch mit ins Bild meines Steaks.
Sieht man mal wieder meine hervorragende Buschkraftkonstruktion, ne? Könnte man jetzt auch, wenn die Glut jetzt weiter runtergebrannt ist, könnte man natürlich das Ganze auch umdrehen, auf die Füßchen stellen. Ja. Arm möglich, könnte man ein Tässchen draufstellen. Weil so steht die Tasse ziemlich schlecht. Muss noch mal rausholen. Also wie gesagt, ich werde mir jetzt meine Lammkoteletts erstmal schmecken lassen, dann noch einen Supertee trinken, dann eventuell eine kleine Sieste halten, dann mal abwarten, ob es noch Gewitter gibt, vielleicht ändere ich noch ein bisschen was an der Konstruktion und dann warte ich mal auf die Nacht. Wie gesagt, verbessern kann man am Lager immer was, ne, wenn es nachher stürmisch werden sollte. Also weitere Abspannvorrichtungen und, ne. Mal noch eine Folie unterlegen, die ich jetzt ein bisschen umfunktioniere. Mal noch die Hängematte ausprobieren, wie das kommt, ob das gut hängt. Ne. Und jo. Danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, gebt mir mal ein Feedback. Mal noch mal so eine Tour machen sollen oder ob euch das zu blöd ist oder zu doof ist oder na antworten. Okay, bis dann.